So. So. Ich hoffe, man mal hört mich. Hört man mich? Ich hoffe, man mal hört mich. Hört man mich? Ja, okay. Ich hoffe. Ja, ich bin jetzt diesmal auch wieder hörbar. Keine Ahnung, was im letzten Livestream war. Im letzten Livestream war ich irgendwie. Zuschauer habe ich schon. Mich hat jemand auf Skype angeschrieben. Was heißt hier, man hört meine Stimme schon wieder nicht? Sicher hört man die. So. Ich schalte schnell vom Spiel ein bisschen leiser. Aber meines sollte man eigentlich hören. Noch leiser. Komm her da. So ziemlich weit nach unten. So, jetzt sollte ich eigentlich hörbar sein, oder? Hoffe doch mal. Denn ich hab das schon ausprobiert, man hört mich. Ich weiß noch nicht wie gut. Okay, da ist klingt das Klavier, da will ich jetzt nicht hin. Da rein war glaube ich auch ein Kessel, meiner Meinung nach. Ja, hier war ein Kessel. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde den zweiten. War hier oben nicht irgendwas? Oh ja, ich komme auch. So, dann hier ab, nach unten. In
Klingt das. Ah, nicht die Sirene in Treasure Island oder so. Treasure Grove Cove. War nicht das da so irgendwas? Ich weiß nicht, was das ist. Nee, war nicht die Sirene. So. Welt 2. Willkommen an Treasure Cove. Treasure Drill Cove. Zwei neue Moves sind hier zu finden. So, und jetzt der weiße Hai. Ah, schön. Wow, der weiße Hai. Oh, er ist noch immer nicht weg. Ja, aber kein zweites Mal. Oh, da der Baum. Ein paar rote Federn sammeln, dann werden wir hier das Fliegen lernen. So. Hier war irgendwo. Na komm. Nehmen wir die Funde mal mit. Ja, der hier. Das werden wir ja sehen. Was denn hier? So. Und tot. Und den Jiggy da rein. Und die Noten natürlich. Nicht zu vergessen. Es ist ja in jeder Welt 100 Noten dabei. Nein, es ist nicht Pflicht, aber es gehört zu viel, wie wir brauchen, um die letzten Türen zu öffnen. Au. Hier. So, erster Jiggy in dieser Welt. Fehlen noch 9. Werden wir gleich erfahren, wie der da oben heißt, für den wir die Goldschätze sammeln müssen. So, das war der erste Goldschatz. Captain Blubber, genau. Captain Blubber war das. Und jetzt lernen wir mal das Fliegen. Hey Hühnerwein, das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na, endlich. Stell dich einfach auf die blaue Flugplatte und drücke A.
25 rote Federn, die dir helfen werden. Danke, er heilt mich hier gleich. Hier war gleich da. Ja. So, da unten ist er auch noch irgendwo. Oh, Nico Mokko mich auch. Nico Mokko. Zuschauer, okay. Nur noch einer. Nee, der Mac ist nicht da. Wenn du bitte irgendwelche Fragen hast, Jan, dann stell sie im Chat. Den Chat sehe ich, den Skype sehe ich nicht. Also Skype sehe ich nicht immer. Jetzt bin ich hier unabsichtlich reingegangen. Also wenn ihr Fragen habt, bitte im Chat und nicht. Jetzt gehe ich hier schon wieder rein. Michael ist vielleicht da, aber ich habe ihn nicht erreicht. Oder keine Ahnung was. Hier hast du dein Gold. Hier. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, Jusifo. Nehmt diese Schiggy! Ich bin wieder reich. Hier. Und ich habe einen Jiggy mehr. So. So, jetzt hier rauf. Und mal da rüber fliegen. Und Chigi. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird das Haar für dich. Oh. Oh, Notenbaum. So, also diesmal habe ich nicht so viele Probleme wie im letzten Stream. Wo ich ja sehr viele Probleme mit dem Ton hatte und mit anderen Sachen. Wo ist hier... Wow. Ah, ich bin hier nicht mehr rechtzeitig weggekommen. Hier muss ich irgendwie das Wasser, glaube ich, ablassen. Oder ist das da unten so auch schon offen? Ich glaube, oh, es ist auch schon offen. Einfach mal da rein. Aber hier ist alles überschwemmt, oder? Ja. Das muss ich ablassen. Dann das Passwort hier eingeben. Hier ist auch, glaube ich, der Raum, wo man die Cheats eingibt, wenn man welche hätte. Ich werde das hier ohne machen. Ich glaube, das Passwort auch. Wenn ich mich richtig erinnere. Hoffen wir mal. Dann ich das hier an. Mal im Mixer leiser das Spiel. Wie nervt das? Wenn das Spiel lauter ist als ich, das mag ich nicht. So, mal im Mixer hier alles leiser stellen, was lauter ist als ich. Oh.
Spiel, du bist immer noch zu laut. So. Jetzt nicht mehr. Hoffe ich nochmal. Ach komm. Jetzt habe ich das Spiel zu gemacht. So. Der freche Truder an der Reihe. Stell dich auf den grünen Sprungplatz, dann halt den A-Knopf gedrückt. Ja, okay. Ja, ja, heil mich. Danke, danke. So, hier werden auch alle Moves. Ist hier? Ja, Nikon Boko. Nikon Boko. Ja, hier gibt es einen Trick, wie man das ganz einfach bewältigen kann. Und der Jiggy Nummer 4. Hier oben. Oh. Okay, das geht sich nicht aus. Ja. Oh, so gibt er gleich zwei. Wusste ich gar nicht mehr. Nee, 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 nee. Ach, Menno. Kann ich hier extra nochmal rauf, um die Noten zu sammeln? Echt. Das war ja der echte Fail hier. Wow. Oh, hier sind auch noch Noten. Ich glaube, auf A setze ich ja, auf A setze ich sie ein, okay. So. Kann eh nur bis zu 40 Noten, 50, bis zu 50 Federn tragen. So, hier mal raus und da rein. Ah, das sind nur Federn, okay. Die brauche ich jetzt sowieso nicht. Das X markiert die Stelle. Folge dem Pfeilen, wenn du nach dem Gold suchst. Ja, ich weiß auch, wo das Gold ist. Ich brauche danach nicht suchen. Und das mache ich auch jetzt noch nicht. Jetzt rutsche ich erstmal runter, um die Noten zu bekommen. Und hier runter. Ich könnte jetzt eigentlich diesen Chili hier machen. So, ich habe schon 50. Woho. Das war jetzt gerade eng, da wäre fast wieder der weiße Hai gekommen. Und der Jiggy.
Aha. Da mal rauf. Okay, zwei Ikombokoms. Na, sehr großzügig. Also ein Chigi, ein ziemlich leichter. Da ist ein Leben. Ja, da ist glaube ich irgendwo ein Jinjo. Ja. Ninja. Und ich sehe nichts. Und jetzt trifft mich hier sicher gleich die Bombe. Nee, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich weg. Combo. So. 74 Noten. Ah, da ist auch noch ein X. Ein X markiert die Stelle. So, jetzt erstmal rauf hier. Kann ich eigentlich schon einen Sturzflug? Nee. Okay. Jetzt mal hier hoch. Ich glaube hier auf den Bäumen waren nicht viel. Da oben waren auch noch Eier. Da oben auch. Ja, da kann man hier gleich mal abkürzen. Theoretisch. Wenn man es kann. So, jetzt hier noch schnell den Schalter drücken, bevor ich es vergesse. Kommt draußen wieder so ein Jiggy. Und jetzt in das... Genau, in den Warter. Und von hier oben auch ein super Ausblick. Hier rüber, da geht's darüber. Da oben müsste der Schatz sein. Ja, ja. Hat nicht ganz so funktioniert. Ja. Na komm. Hoch da. Ikom Bokom, what the fuck? Oh, ich sehe gerade einen Notenbaum.
So, jetzt mal das hier schnell töten, damit ich hier drei Leben bekomme. Sehen? Nee, okay. Ist überhaupt noch wer? Ja, okay, einer sieht noch zu. Mach ich das ja auch auf, okay. Die weiß egal. So, darüber auf diese Insel dort. Ich weiß nicht, ob ich da oben den ob ich zuerst alle markieren muss. Ich glaube schon, oder? Anscheinend. Sonst kommt das hier nicht. Ja genau, dieses X hier muss ich noch markieren, denn das hier zeigt mir jetzt ein Fragezeichen an. Ah, du wirst mich nie und nimmer finden. Nee. Natürlich nicht. So, und das ist der GG. Nummer 8. Zwei Chigis fehlen noch. Ja. Ja, der weiße Hai kommt nicht überall hin. Aber an den meisten Stellen. So, ich muss jetzt noch den Eimer befüllen. Werdet ihr gleich sehen, was das ist. Ja. Ich habe nur gerade vergessen, wo das ist. Warte mal. Hier war das doch hier. Oh, zwei reichen. Okay, das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser von den Bären ablassen. Ja, danke. Und hier drin ist ein Jiggy. Ja, Banjo-Kazooie steht eh an der Wand. Ich glaube, Unlimited Fears oder so, dann hat man unendlich Federn. Und ja, ein paar Cheats erfährt man dann von den Cheat-Büchern, die es gibt. Wann? Wo ist das J? J, 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 J. Banjo. Ach. Kazooie, wo ist das? Z hier. Und hier ein O. Hier irgendwo ein O. Dazu jetzt das E noch und dann war's das. Und dann der Bossfight. Na dann komm her. So, jetzt hier noch die Noten. Irgendwo sind noch 6 Noten. Die werden irgendwo auf einem Baum sein, schätze ich mal. Oder irgendwo beim letzten Jiggy. Wo fehlt mir noch ein Jiggy?
Oh, das ist jetzt schwierig, denn man weiß ja, man kriegt ja keine Tipps, wo sie sind, also. Nicht so wie in Mario, dass jeder Jiggy einen Namen hat, der es irgendwie verrät oder sowas. Jiggy, wo gab's hier noch einen Jiggy? Waren oben vielleicht zwei? Nee. Oh. Ist jetzt fast schief gegangen hier. Wo kann ich noch hin? Wo war ich noch nicht? Irgendwo Noten. Irgendwas, irgendwo. Hier eine Bruchlandung ins Wasser. Sind ein paar Federn. Ikombokom, habe ich gesehen, ja. Ja, wie man schon sieht, Mumbo ist nicht in jeder Welt. Hier gibt es zum Beispiel keinen, der mich verwandelt. Aber wo gibt es hier noch Knoten in dieser Welt? Ich bin gerade selbst etwas überfragt. Was war bei dir drin? Oh, Eier. Unnötig. Oh, hier sind noch drei Noten und ich habe noch irgendwo hier bei so einem Weg. Es fehlen nur noch drei Noten. Dieser Weg hier vielleicht? Nee, what the fuck. Den Baum könnten höchstens vier sein, das kann nicht sein. Auf den Bäumen waren immer vier. Vielleicht ganz oben, vielleicht hier irgendwo. Hier bin ich ja diesen Weg da drüben, glaube ich, nicht gegangen. Irgendwo noch einen Chiki. Und ich schätze mal, in der Nähe von dort werden auch noch irgendwo drei Münzen rumgammeln. Dich habe ich schon. Was fehlt mir noch? Sterb mal. Ah, der gelbe Jinjo fehlt mir noch. Ich bin auch blöd.
Ja, den gelben Ginger habe ich, glaube ich, ganz oben vergessen. Oder ich glaube halt im oberen Geschoss irgendwo. Der war, glaube ich, oben auf einem Baum. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier waren die Treppen. Ja. Hier die Treppen hoch. Hier waren, glaube ich, überall Eier, außer auf einem, wo dieser Jinjo war, der gelbe. Ja, genau, da ist er. Der Baum, der etwas abseits steht. Wo bin ich? So, Jinjo, Jiggy, und das war's mit dieser Welt. Naja. Ich gehe jetzt hier noch mal rauf, um zu sehen, ob ich hier irgendwo drei Münzen, drei Noten verpasst habe. Münzen. Ja, hier sind die letzten drei Noten. Das heißt, auch diese Welt zu 100% komplett. Ach ja. Autsch, lass mich. Ich gehe schon raus aus dem Wasser. Lass das mit der weißen Hai-Musik. So. Raus aus dieser Welt. Und Tilda hat euch daran gehindert, alle Noten zu sammeln, aber die 100 Münzen sind trotzdem gesammelt. Bla bla bla. Ja, ich versuche es, aber es wird mir in den späteren Levels höchstwahrscheinlich nicht mehr gelingen. Nur die ersten zwei, drei Welten, wo ich weiß, wo alle sind. Ich weiß gar nicht, ob ich in der dritten Welt noch weiß. Ja. So, hier ein Jiggy. So, damit ist die zweite Welt komplett. Ich glaube, da mache ich die dritte Welt auf. Oder war das erst eine spätere Welt, die ich hier öffne? Oh, das war erst eine viel spätere, aber ich glaube, ich habe hier noch zu wenig Puzzleteile. Auf jeden Fall, und der Puzzleschalter ist auch noch nicht da. Das ist, glaube ich, erst weil... warte mal. Welcher Puzzleteil ist hier? Das ist... Ah, der Click-Clock-Wort, okay, der kommt erst viel später. Ah, hier ist eine gute Fee. Hallo, mein Helden. Ich bin Grotildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es ist Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion teilt. Ich weiß alles über Grotilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht. Ihr werdet sie brauchen. Gib B, wenn ihr zu Grotilda wissen wollt. Ihr seid wahre Retter, ein dürrer Vogel und ein Bär, ein Vetter. Ja. Mach dich nicht lustig, ich habe deine Schwester gefunden. Aber die werde ich erst ganz zum Schluss alle befragen. Und das, ich
Ich weiß nicht, ob ich es hier wirklich zu 100% durchspiele im Livestream. Ich würde mal sagen, ich hab's vor, aber... Ja, wir werden es sehen. Theoretisch könnte ich, glaube ich, diese Welt sogar öffnen. Oder? Ja, die hat irgendwas mit 180, glaube ich. Theoretisch sollte sie erst nach der dritten Welt gemacht werden, aber die dritte Welt ist hier oben, Klenkers Kaverne. Achso, ja, da muss ich das hier mal öffnen. Dann kommt die darüber. Dann muss ich darüber flattern. Und diesen Schalter betätigen. Der mir dann den Weg da oben öffnet. Und so weiter und so fort. Ich glaube, hier oben war aber nur sie und ach nee, das schalte ich ja genau. Sorry. So. Hier öffne ich. Öffne ich hier Klenkers Kaverne? Ich weiß es gar nicht. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo ich sie sonst öffnen würde. Ne, ich glaube, das ist die Krokodilswelt, die ich hier gerade öffne. Ja, das ist die Bubble Globs Web. Endlich kann ich alle Teile einsetzen, wenn ich Z gedrückt habe. Also wenn ich Z drücke. Auf das warte ich nämlich schon die ganze Zeit. Bubble Gloves Web. Meine Lieblingswelt in Banjo-Kazooie. Und ich glaube, da muss ich jetzt hin, oder? Ich hätte jetzt keinen Weg gefunden, Klenkers Kaverne zu öffnen. Kommt, glaube ich, erst später. Obwohl man hier jetzt schon hin kann und sogar hin muss. Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Was ist das für ein Link? Wo führt mich der hin? So, okay. Ich hatte gerade den Ton vom Livestream offen. Sorry. Ich habe irgendwie gerade den Ton aufgedreht. Ha, stirb doch. Dann nicht. Ja. Hier baue ich Schuhe, was ist hier? Hier war, glaube ich,
Hier waren die Schuhe. Und da drüben, was war hier? Hier war auch irgendetwas. Ah ja, hier war sie, okay. So, hier hinten war, glaube ich, waren gleich auch Schuhe, oder? Ne, hier hinten war er, also dieses Ding da, und dadurch muss ich dann mit den Schuhen rennen, die ich hier bekomme in dieser Welt. Aber das werden wir erst irgendwann anders machen, denn ich habe jetzt gerade irgendwie mehr Lust auf was anderes. Also werde ich jetzt, ja, kurz ein anderes Spiel starten. So, Emulatoren, 30k. Irgendwie sind noch nicht sichtbar. So. So, ja. Jetzt müsstet ihr es auch sehen. Weiter mit Super Mario 64 Extreme. Da hatten wir auch schon die erste Welt. Und wir gehen jetzt mit vielen Versuchen, hoffentlich ziemlich bald. Ah, das hätte fast im ersten Versuch geklappt. Nee, das war auch zu weit. Ach, da muss man irgendwo landen. Irgendwo auf einer Fläche, die, wo kein Feuer ist. Und oben. Da ist dann der grüne Schalterpalast. Ach, vergiss es. Wir gehen einfach mal in die zweite Welt und werden den Schalterpalast erst machen, wenn wir ihn brauchen. Der Rankenschatz. So, wir kommen in einen neuen Level und die Kamera nicht vergessen. So. Das musste ja sein. Sterb. Du auch. Du auch. So, und die letzten 5 Münzen gebe ich auch noch. Danke. Ah, das hätte jetzt fast funktioniert. Ach so, ja, das war das hier. War hier irgendwo eine rote Münze? Nee. Okay, dann wieder hoch da an der Pflanze vorbei. Und
die noch mal töten, um hier hochzukommen. So, hier blauer Schalt, blauer Münzschalter. Das war ja wieder super getimed. Ach ja, die kamen ja da unten hin. Muss der mal von hier? Komm jetzt. Wenn ich es überleben würde, nee. Okay, das reicht mal. Ich habe nur eine Münze verpasst. Das ist eigentlich akzeptabel. So, 5 Münzen. Ja, da unten habt ihr gerade einen Schalter gesehen. Um den werden wir uns dann später erst kümmern. Nein! Boah! Gleich bis ganz nach unten, natürlich! Und naja, fast. Nee, irgendwie nicht. Ja, Treffer. Und das Feuer hat mich nicht getroffen. Hier hoch und die Münzen holen. Das ist ja noch einfach im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt. Und jetzt kommt nämlich der Absturz. Ja, jetzt wird's hier wirklich extrem. Ach komm. So schwierig ist das. Nein, ich war oben. Jetzt hält er sich wieder nicht fest. Das braucht eine 3 perfekte Wandsprünge. 1, 2 und 3. Und oben. Warte mal, ich glaube, so funktioniert das. Irgendwo da waren Münzen, die werde ich mir jetzt holen, ohne dabei runter zu rutschen.
Wird schwierig, ist aber machbar. Das war drüber. Vielleicht reicht alleiniges Runterrutschen auch zu weit. So, schon fast 80 Münzen. Die roten Münzen sind hier ziemlich das Schwierigste im ganzen Level. Warte mal, ich sollte jetzt, ja, ich sollte auf jeden Fall mal diese da oben holen. Und ich sollte sie vielleicht mit diesem Ding da holen, dann kann ich das hier gleich mal kombinieren. Das nicht. Nee, anscheinend nicht. Dann lässt sich das halt nicht kombinieren. Auf diesem Weg eigentlich noch ein Check hier. Ich glaube schon. Ja, hier ist noch einer. Wow. Sind die da unten noch irgendwo am Leben? Ja. Okay, das ist auf jeden Fall zu hoch. Hier diesen Baumstamm kreisen, gibt auch nochmal 5 Münzen. Ah, okay, da oben ist nur ein Stern. Ach, hier unten nichts, okay. War das nur im Original 74? Im Extreme nicht mehr, oder wie? Okay. Ja, jetzt diese Münze zu holen wäre natürlich echt blöd. Jetzt bräuchte ich irgendeine Münze, dann auch gleichzeitig den Stern holen könnte dabei. Denn ich glaube, wenn ich die hier hole, lande ich im Abgrund. Okay, das war mal, das war auch zu früh. Ja, ich lande im Abgrund. Das heißt, ich muss eine andere Münze holen. Ist sicher noch irgendwo eine andere Münze auftreibbar.
Das könnte aber klappen, dass ich die hier hole. Und das ist auch möglich, dass ich die hier hole. Ja, ich bin irgendwie in Schwitzen gekommen oder irgend sowas. Na komm. Ah, fast. Ja, okay. Schwierig, aber man kommt von da wieder zurück. Sonst wäre da keine rote Münze. Es gibt auch noch eine andere, fast noch schwierigere Methode, wie das funktionieren könnte. Die habe ich am Anfang gemacht, bevor ich die Methode, die ich jetzt gerade gemacht habe, herausgefunden habe. Da habe ich Wandsprünge gemacht und während des Wandsprungs seitlich nach oben gelenkt, um die irgendwie zu bekommen. So, jetzt gibt es hier diese zwei roten Münzen noch. Ich würde mal sagen, ich hole zuerst die hier. Vier? Okay, es gibt dann doch noch mehrere. So. Jetzt muss ich da den ganzen Weg hier nochmal hoch für eine rote Münze. Dachte ich hätte hier gesehen. So, aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Und irgendwo hier unten, nee, hier was nicht. Ich glaube, da wo die Münzen waren. Ja, da wo die Münzen waren. Da waren sie aber nicht. Thank you.
Auch nicht. Ach, wo war das? Hier. Komm, hier. Sau. Und auch zwei rote Münzen gleich. Und jetzt die Frage, wo ist die letzte rote Münze? Da ist, glaube ich, ein Stern unten. So, weg mit dem Chuck hier und wo ist hier noch eine rote Münze? Hier oben ist keine, da unten die habe ich schon. Ah, ich sehe sie. So, das wären die 8 roten Münzen hier. Und der Stern. So, luftige rote Münzen und wieder rein da. So, jetzt machen wir mal den Rankenschatz, so wie es da steht. So, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht's eigentlich mit Leichtigkeit. Zeitdrückgespringe. Ich glaube, das lässt sich umgehen. Das probiere ich jetzt.
Oder war das, waren das Secrets? Ich glaube, das waren Secrets. Wenn man das hier umgehen kann. Hat er daraus Secrets gemacht im Extreme? Extremst heiß. Ja, extremst heiß. Ja, natürlich hat er das. Da ist nämlich so fies versteckt noch eine fünfte Box, die ich bis jetzt, die ich beim ersten Mal spielen übersehen hatte und ich dann lange das fünfte Secret gesucht habe. Die Frage ist, überlebe ich das jetzt? Yes! Zeitdruckgespringe! Hinauf auf die Wand. Ja, okay, die Frau. Soll mir recht sein, solange du mich nicht irgendwo hin willst, wo ich nicht hin will. Jetzt hier wieder den alten Trick anwenden. Und auch diese Welt hier, also diesen Stern hier geschafft, hinauf auf die Wand. Sprungparcours 1. Ich versuche auf den Weg zu machen, den ich beim ersten Mal gemacht habe, wo ich den Schalter noch nicht gesehen hatte beim Original durchspielen, also beim durchgespielt habe ich es ja glaube ich nicht. Da hatte ich da unten eine Box gesehen. Und habe hier irgendwie einen Wandsprung bekommen. Indem ich dann... Bin ich oben? Wow! Das ging schnell! Oh, das war Sprungparcours 2, okay. Den ersten kann man, glaube ich, nicht umgehen. Ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Wohohoho. Ich glaube hier runter war der erste. Ja, da unten war er. Ja, da bin ich auch irgendwie anders hingekommen. Ich glaube, ich bin vom... dem Schalter da oben bin ich hier runter gesprungen, weil ich nicht den Originalweg kannte, den hier. Das hier ist eigentlich der Originalweg. Ja.
Ja, hier wird schwierig wegen der Kamera. Die ist hier nicht gerade die beste. Aber ich habe ihn. Das ist der erste Sprungparcours. Beim zweiten sind Blöcke, die... Ich zeige euch das mit den Blöcken schnell. Dann war's das für diesen Livestream. Hier bei Sprungparcours 2 zeige ich euch noch den Weg, wie man das normalerweise hinkriegen sollte. Ich habe es noch nie auf normalen Wege hinbekommen. Oh, ich glaube einmal habe ich es hinbekommen. Aber zuerst sollte man mal hier diesen Weg hier finden. Das ist ja schon mal schwer genug. Von hier, na komm, Weitsprung. Wie wär's mit dem Weitsprung, Mario? Dann machen wir es halt so. Irgendwie halt so darüber. Ich scheitere gerade an einem der leichtesten. So. Von hier dann darüber mit dem Weitsprung und hoppala. Dann da zurück. Und hier irgendwo sind, ja genau, solche Blöcke. Was echt schwierig ist. Ich pack solche Blöcke einfach nicht. Theoretisch sollte, also angeblich sollte es möglich sein. Mir persönlich völlig unerklärlich, wie sowas funktionieren sollte. Irgendwie, glaube ich, durch Glück habe ich es dann mal geschafft. Aber auf jeden Fall, so geht der normale Weg, der Originalweg. Wenn man den nicht so abkürzt wie ich gerade vorhin, kommt man dann auch zu diesem Stern da. So. Das war's für dieses Spiel hier. Und das war's auch mal. Oder warte, ich glaube hier ist irgendwo ein Tod. Egal. Das war's für den Livestream. Also, bis dann und auf Wiedersehen irgendwann mal. So. Aus mit diesem Livestream.